Hallo zusammen, herzlich willkommen bei The Entity. Wieder ein kleines Horrorspiel, was ich bei Steam entdeckt habe. Ist am 2. Juli erschienen, kostet 3,99 € und ja. Ja, was soll ich da groß dazu sagen, ne? Wir spielen den guten Jack, wir sind in das Haus einer verstorbenen Großmutter eingezogen, wachen 3 Uhr nachts auf, weil wir komische Geräusche hören. Ja, und genau da fängt das Spiel auch an. Und was dann passiert, müssen wir uns jetzt mal anschauen. Mensch, wieder ein Hänger. So, ich habe schon mal kurz reingeguckt. Gibt ein, zwei Sachen zu lesen. Lese ich allerdings nicht vor. Könnt ihr selber lesen. Ja, 3 Uhr nachts. Es ist stockdunkel, man sieht nichts. So, ich muss mal kurz das Mikro ein bisschen zurechtrücken hier. So. Bäh. Gut, und heute auch erstmals mit Fratzenkamera. Hallo zusammen. So, endlich mal geschafft, das Ding mal endlich mal einzustellen. So, holen Sie sich Ihr Telefon vom Schreibtisch. Alles klar, wo ist der? Ich schätze mal das da, wo der Bildschirm hier so schön hell wackelt. Leuchtet. So, nu, was mache ich jetzt mit meinem Telefon? Natürlich diese Taschenlampe an. Wie gesagt, ich habe schon mal reingeguckt, deswegen weiß ich das. So, es ist zappenduster. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz die Optionen allgemein. V-Sync aus. So. Jetzt läuft das Ganze etwas besser. Gut, wie gesagt, es ist 3 Uhr nachts, haben wir schon gesehen. Aha, jetzt funktioniert das. Funktioniert das auch wieder richtig. Ich hatte gerade eben schon mal eine Aufnahme gestartet, aber da musste ich irgendwo einen halben Kilometer neben der Wand, neben dem Schalter drücken, damit das Licht anging. Was ist denn das jetzt hier? Für den Grafikfehler gerade. So, falls es gerade zu schnell ging, wenn wir den Strom hier anschalten, verbraucht sich der Generator. Was allerdings passiert, wenn der Generator leer ist, das weiß ich nicht. Was diese komische Musik hier soll, das verstehe ich auch nicht. Was? Ich bin jetzt zum dritten Mal in diesem Raum drin und ich verstehe nicht, was das sollte. Was ist das? Ein Krokodil. Hier, jetzt Fischis. Ja, hier haben wir ein Zettelchen. So. Das sollte reichen. Zuletzt müsst ihr halt Pause drücken. So, ich muss mal ein bisschen Akku sparen. So, das Licht mache ich immer. Oh. Gott, ich hoffe, ihr seht einigermaßen was. Was ist echt. Ja, hallo. Witzig. Ich hatte den Eindruck, bei der ersten Aufnahme gerade eben war es dunkler. Kann mich natürlich auch. Nee, es war wirklich dunkler. Oh, ein Wildschweinköpfchen. Die Tür ist zu. Die auch. Die ist offen. Sind wir hier jetzt im Wohnzimmer, ne? Genau. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Abgesehen von dem Räder draußen, was da irgendwie beim Hund liegt und schläft? Nö, ansonsten nichts. Ah, ein Schlüssel. Die Tür ist nur Deko, mit der kann ich nichts machen. Aha, noch mehr Licht. Ja, so lässt sich das hier aushalten. Ne? Ist schön hell. Ich mach's auch wieder aus. Ist das normal, dass hier ein Teddy schwebt? Okay, das war jetzt 3 von 10. So, ich mach mal, wo ist die Funzel? Hier. Da brauche ich einen Zahlencode, den habe ich noch nicht. Was? Press I to X? Was ist das? Ich erkenne das überhaupt nicht. Oh, jetzt ist auf einmal stockduster. Was ist denn jetzt los? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Hallo, Lichtkegel. Hä? Oh, das ist jetzt, weil mein Akku runter. Oh, das klingt nach Küche.
Moment, ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar nichts fast hier. Wo ist denn jetzt der Licht? Ah. Huch! War ich das? Ich glaube, das war ich. Das ist auch nicht schlecht, ne? Einfach mal 2018 hinschreiben, 2017 durchstreichen. Ich hab Durst. Mach auf! Nee. So, jetzt wieder das Wohnzimmer. Hä? Die Tür geht noch gerade eben gar nicht auf. Ich habe keinen Lichtkegel mehr. Das ist ja jetzt kacke. Da kann ich ja genauso gut ohne Handy rumlaufen. Da seh ich genauso viel. Aber kann ich das Ding irgendwie laden? Hä? Ah, jetzt ist das Handy wieder voll. Alles klar, cool. Allerdings hat es jetzt auch ganz schön Generator gesaugt. So, warte mal, ich mach das Licht hier mal wieder aus. Ich klappe erstmal alle Räume ab, bevor ich hochgehe. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch irgendwas abzuklappern gibt. Ne, hier waren wir auch schon. Da ist noch ein Räumchen. Was haben wir hier? Da ist noch ein Zettelchen. Oh, das ist 2 von 3. Den habe ich wohl, hätte ich wohl eher finden müssen. Sind das meine Schritte oder ist das was anderes, was ich hier die ganze Zeit höre? So, wo ist denn der Lichtschalter? Hier. Gut, gehen wir hoch. Halt, was ist das? Nein, nix. Nur ein paar Pixel. So, machen wir die Tür wieder zu hier. Geht das nicht? Oh, ein Ball. Huch! Mann, was war das überhaupt? Ach, das ist wieder das Zahlenschloss. Jetzt habe ich es erkannt. So, das obere Stockwerk. Da ist zu. Was will ich denn hier? Offene Ziele. Wie komme ich in die offenen Ziele? Offene Ziele? Zurück? Zurück? Ziele! Sammelschlüssel, um Zugang zum Rest des Hauses zu erhalten. Finden Sie eine Möglichkeit, Zugang zum Untergrund zu gewinnen. Aha. Ich muss Schlüssel suchen. Interessant, alles klar. Hier liegen Schlüssel. Darf ich die nicht mitnehmen? Einen Schlüssel habe ich ja schon gefunden. Beim Klavier, ne? Licht. Mache mal Licht. So, hier war ein Schlüsselchen. Ist hier noch irgendwo einer? Soll das der Untergrund sein? Hier flimmert so komisch rot durch die Tür durch. Mann, da bin ich ja mal gespannt, ey. Gut, ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt so lange spiele. Ich mache jetzt erstmal nur die eine Folge hier. Was ist das? Escape? Was? Was steht da? Hm. Ist das wieder die olle Küche? Ist ja irgendwo ein Schlüssel. Schlüssel! Ja, warte mal, ich sollte mal... Vielleicht erstmal die Tür suchen, mit die ich jetzt öffnen kann. Einen Schlüssel habe ich ja. Oder habe ich die schon geöffnet? Ich weiß es gerade gar nicht. Die war es nicht. Die auch nicht. Genau. Da kommen wir her. Die war schon auf. Die war auch schon auf. Und da geht's nicht durch. Und hier liegen noch mehr Schlüssel. So, mein Akku macht schon wieder schlapp. Wo war mein Zimmer? Mein Zimmer. Ich muss mein Handy laden. Zip. Wunderbar. Ich habe gerade was gehört. Was war das? Ah, das kam vom Radio. Unity. Wer hätte es gedacht? Sieht man sofort, dass es von Unity ist. So, in der Küche war nichts. Ich bin verwirrt. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ach Mann, dieses blöde Schloss.
Ich habe einen Schlüssel gefunden. Habe ich jetzt damit schon eine Tür aufgemacht oder was? Oder wie? Ja, ist das ein Tablet? Oh, Bautzi. Und verwischte Gesichter. Ja, mach mal die Funzel aus hier. So, gucken wir mal genau. Es ist halt wenigstens hell hier. Was macht der Generator? Saft? Oh, geht noch, geht noch. Aber ich sehe keinen Schlüssel mehr. Da liegen noch die Brötchen da vom Frühstück hier rum. Ist da, was ist das? Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Mach mal ein Licht an hier, ich sehe überhaupt nichts. Ah, Wildschweinchen. Ah, wie schön hell das auf einmal ist. So, machen wir hier auch mal ein Licht. Ist alles zu hier. Kann ich rennen? Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn man hier mal rennen könnte. Die ist zu. Die ist zu. Alter, gucken wir mal hier. Nee, hier ist auch kein Schlüssel. Okay, dann funzeln wieder aus und ab in den nächsten Raum. Ich glaube, muss ich hier mal alles abklappern. Da liegt ein Schlüssel. Mein Gott, bin ich blind. Schlüssel gesammelt. Juhu. So. Das heißt, irgendwo geht eine Tür auf. Ich gucke jetzt mal da auch nochmal. Vielleicht liegt hier auch noch einer rum. Wer weiß, wer weiß. Den Zettel haben, hatten wir schon, genau. Hm. Aber hier liegt, glaube ich, nichts. Nee. So, jetzt mal gucken, wie viel verschlossene Türen gab es denn nochmal? Ich weiß. Gehen wir aus dem Weg. Ja, warte mal, die hier. Die war zu, oder? Das ist das Badezimmer. Alter, was? Wo bin ich denn jetzt zum Teufel nochmal? Alter. Junge, Junge. Tolles Handy bringt hier drin mal gar nichts. Ich bin in deinem Gehirn. Was? Mach doch mal nicht so schnell. Und jetzt? So. Jetzt wenigstens. Hier sieht man wenigstens einigermaßen was. Was? Da hat das Lied angemacht oder nicht? Kein Schlüssel? Erstmal duschen. Erstmal den Angstschweiß runterspülen. Ah ja, guck mal da. Google mal da. Hab ihn gefunden. So, Licht aus. Scheiße. Akku ist wieder schlapp. Mist, dann mache ich hier das Licht an. Wo ist mein Rechner? Ich muss an meinen Rechner. Alter, ich höre doch Geräusche die ganze Zeit. Wo ist denn der? Da. Na nun, wo bin ich denn jetzt? Was? Ein UFO, Alter. Das erinnert mich gerade irgendwie an Shadows Peak. Komm, ich mach die Taschenlampe mal aus. Die bringt ja sowieso nichts. Sieht eher aus wie eine fliegende Kartoffel, wenn ihr mich fragt. Hey, bleib doch mal hier. Folge dem Lichtstrahl. Ja, geil. Was willst du mir denn zeigen? Halt, hier geblieben. Halt, du bleibst. Oh, nö. Ach, nö. Huch. Bin ich jetzt schon wieder?
Also der Horror lässt irgendwie auf sich warten. Toll, während ich jetzt hier irgendwo im, weiß, im Nirvana rumstapfe. Was? Meine Leute haben mich hier. Toll. Viel zu langsam. Ich sehe dich. Früher als du denkst. Schön für dich. Mach wenigstens mal das Licht an, wenn du mich schon siehst. So, noch ein Schlüsselchen. Mhm. Ganz viele Türen sind eingeschlossen. So. Was sagt der Akku? Der geht noch. So, es müssen theoretisch unten alle Türen offen sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, hier ist die Küche. Die Tür geht sowieso nicht auf. Da fehlt immer noch die Zahlenkombination. Ja, ich glaube, das müsste gewesen sein. Unten zumindest. Hä, ich laufe gerade irgendwie schneller, kann das sein? Als eben noch. Der läuft tatsächlich schneller. Ich glaub's ja nicht. Okay, von mir aus. Scheiße, mal auf den Generator jetzt hier. Ich mach erstmal eine Funzel an. So, erst Licht, wenn ich bitten darf. Erst Licht, dann kannst du rumspuken. So. Was bist du denn? Huch. Na, hier geht wieder am Elends. Oh, guck mal die süßen kleinen Tannen an hier. Oh. Ja, da liegt was Grünes. Das hier ist mein Vater. Was? Er wird sich rächen? An wem? An mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Lass doch mal. Ach Mann. Ist Kacke. Ja, ist. Ah, Gott sei Dank. Lampe aus. So, hier ist noch ein Türchen. Ich hab doch gerade wieder irgendwas gehört. Oh, Alter, wer steht denn da? Oh mein Gott, da steht ja jemand am Feuer. Die Tür war doch vorhin noch zu. Ist ja eine scheiß Zahlenkombination. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das erkennen? Da sieht man, dass da jemand vorm Feuer steht. Ich weiß gar nicht, wie dunkel das nachher im Endeffekt nachher ist. Oh, noch ein Bad. Ohne Spiegel hoffe ich diesmal. Jawohl. Na komm. Das ist weg. Hallo, wo ist denn der Lichtschalter? Ach, hier. Boah, das ist mal ein geiles Wohnzimmer. Voll groß. Gut, ich blicke hier langsam sowieso nicht mehr durch, was hier Wohnzimmer ist und was nicht. So, hier ist, Alter! Da ist irgendjemand, da läuft irgendwas rum. Hallo? Hä? Was? Was? Ich kann hier mein... Oh, geil. Hä? Mann, was lade ich denn hier? Na, ist ja wurscht. Hauptsache, das Akku ist voll. Da ist gerade jemand rumspaziert. Da! Wo ist der Lichtschalter? Ich brauche Licht. Da läuft was. Was ist das? Oh, er kommt zurück. Ciao. Was passiert wohl, wenn ich da reinlatsche? Komm, wir gucken uns den Burschen mal an. Was war das denn? Hallo? Hey, mein Handy ist weg. Bist du mein Handy? Hallo? Ich sehe nichts. Tolles Eier ich hier. Ne, das war's nicht. Irgendwo hier muss der Lichtschalter. Jawohl.
Ach, jetzt habe ich's wieder. Hallo? Geht's auch wieder? Geht's auch mal an? Toll, jetzt hat er mein Handy kaputt gemacht. Es war teuer. Du Arsch. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Hier. Aha. Das muss ich hier mich hier durchtasten. So. Da läuft er immer noch da rum. Alter Schwede, erschreck mich doch nicht so. Du alte Bratwurst, die man auf dem Grill vergessen hat. So siehst du nämlich aus. Tolles Handy, ist ja voll unnütz jetzt. So, hier muss doch noch irgendwo ein Lichtschalter sein. Ja, da kommt es schon wieder. Kann ich da rein? So wie das andere Vieh? Nö. Oh, da ist eine Axt. Nimm doch die Axt mit, Junge. Jetzt, da läuft so eine komische verbrannte Bratwurst hier durch die Gegend und nimmt die Axt nicht mit. Ah, auch nicht schlecht. Na, wer erschreckt hier wen? Das ist schön. Funktioniert super, das Spiel. So. Ja, ich sehe nichts. Jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Warte mal hier. Ach, da. Naja, egal. Ich würde es mal sagen. Ich bin jetzt bei über 20 Minuten. Das machen wir hier an der Stelle mal Schluss. Und dann mal gucken, vielleicht mache ich noch eine Folge. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich da noch was machen soll davon oder besser nicht. Wie ihr Bock habt. So, allerdings, jetzt will ich noch mal ganz kurz rausfinden, was passiert, wenn ich da noch mal reinlatsche. Ist einfach geil. Okay, gut, in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal oder bei einem anderen Game. Mal schauen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und ja, dann sehen wir uns einfach ein andermal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.